Mischgemüse, Mischgemüse. Deutschland muss sich mehr anstrengen. Das ist zu wenig. Die Lufthansa-Piloten wollen nicht mehr fliegen, weil sie lieber bei den Paralympics in London zum Zuschauen werden. Sie fordern 5% mehr Lohn und während des Fluges ein Happy Snack plus Getränk nach Wahl. Für meinen Großvater war es noch ein Traum, fliegen zu können, ja? Die Mittellosen wollen keine Anträge mehr ausfüllen, setzen sich einfach an die Ausgänge von U-Bahn und Bus und die sitzen da einfach nur rum, die sitzen da den ganzen Tag nur rum, haben ihre kleine Tupperdose vor sich stehen, Frühstücksschachtel Snacky 12,99. In New York, ja? New York, ja, wo life crazy ist, ja, oder in London, ja, wo life crazy ist, oder in Paris, ja, wo Paris so, Dort verkaufen die mittellosen Bücher am U-Bahn-Ausgang. Bestseller. Sie spielen mit abgewetzten Kugelschreibern einseitige Instrumente. Sie spielen Steel Drums. Die geben sich Mühe, die strengen sich an. Die Obdachlosen bieten dir dort an, wenn du einen Hund hast, dass dein Hund sie anpissen kann, dass dein Hund auf sie drauf scheißen kann. Ja, die legen sich neben deinen Hund hin. Ja, dafür wollen sie $5. Wenn du dabei erwischt wirst, wie dein Hund auf die Avenue kackt, wie dein Hund auf die Avenue pisst, ja, dann musst du $20 Bußgeld zahlen. Der Obdachlose will nur 5, ja. Das ist kein Lohndumping, das ist Competition. Die strengen sich an, die haben Ideen. Zu all dem kommt, die Rente ist nicht mehr sicher. Unter mir wohnt eine Schorfoma, die höre ich jeden Nachmittag jaulen und krähen. Ja? Die ist unzufrieden. Die weiß noch, wie es war vor Jahrzehnten, als es noch keine schönen Menschen gab. Als jeder die Bombe in seinem Garten, ja, noch selbst entschärfen musste. Und heute fliegen die Leute nach London zu den Paralympics, kaufen sich eine Day-Travel-Card für £7, ja, und gehen an dem obdachlosen Buchverkäufer vorbei, weil er die Bücher nicht in ihrer Sprache hat, weil er die Bücher nicht in deiner Sprache hat. Wenn die Schorfoma aufhört zu jaulen, aufhört zu krähen, dann schmeiße ich hier oben die Möbel um. Ich wohne hier im obersten Stock, ja, und ich schmeiße hier die Möbel um. Ich streng mich an und heb sie danach wieder auf, stell sie hin, putz sie ab, stell den Pokal wieder aufs Regal. Das Einzige, was bei mir in den Regalen steht, ist ein einziger Pokal. Bundesjugendspiele 1998. Da war ich mal nicht verletzt, weil ich mir vorher die Füße kaputt gemacht habe, weil ich bei den Nachbarn im Garten die Bomben entschärft habe.